Hallo Leute, ein kleines Ankündigungs-Info-Video wieder. Ich werde. Warte, ich mach die Musik noch ein Stück leiser. DayZ, bis es ein eigenständiges Game ist, abbrechen, weil bringt einfach nichts mehr. Wirklich, ich sehe jetzt nur noch Leute, also egal welche neuere YouTube-Videos ich jetzt sehe, Hacker, 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 und das Einzige, was ich mal ausprobieren wollte, war Lingo Island, hat irgendwie nicht ganz geklappt. Und ja, also mit der Installation. Und deswegen lasse ich jetzt DayZ bis Ende des Jahres sein, bis da die Standalone-Version rauskommt. Vielleicht mache ich zwischendurch was anderes, ich weiß es noch nicht. Deswegen müsste nächstes Mal Left 4 Dead wiederkommen. Ja. Ich überleg's mir halt noch, was jetzt noch demnächst kommt. Zumindestens wahrscheinlich wird dann halt jetzt nächste Woche, also wartet. Nächste Woche, ja, vom, also den 3. dürfte wahrscheinlich, würde ich tippen, am Mittwoch oder Donnerstag die Battlefield 3 Folgen ausgehen. Deswegen werdet ihr eben ein, zwei Tage, abgesehen natürlich von den Wochenenden mal ohne Videos, aber naja. Geht ja wohl. Hab jetzt übrigens mir ein neues Mikro gekauft. T-Bone SC440, wenn ich es richtig im Kopf habe. Im Podcast-Bundle werde ich es einfach mal verlinken, dass ihr es auch seht. Ich verlinke auch mal mein Headset einfach, was ich davor benutzt habe, falls irgendjemand eine Alternative sucht. Falls er sich jetzt kein Studio-Mikrofon holen will. Für 50 Euro ein Headset und ja. Wie gesagt, mir gefällt es von der Tonqualität her sehr geil. Der Titel, der jetzt momentan auch im Hintergrund läuft, der klingt auch sehr geil, weil mein Headset halt Bass-Vibrationsverstärkung hat, bloß die konnte ich halt in Let's Plays nie wirklich anmachen, weil sonst hättet ihr es selber. Also hättet ihr es auch gehört über mein Mikrofon, weil das ist halt der Nachteil an meinem Headset, dass die Isolierung zwischen Mikro und Hörmuschel nicht wirklich gut ist. Naja. Dann war es das jetzt und tschüss.